Hallo, hier ist der TriMet Video Podcast mit dem Monatsrückblick September 2020. Mein Name ist Tim Okelmann. Im September zeigte sich der Aluminiumkontrakt an der Londoner Metallbörse von zwei Gesichtern. Nachdem das Leichtmetall zum Monatsauftakt bei 1819 US-Dollar die Tonne auf dem höchsten Stand seit Januar notierte, scheiterte der Aluminiumpreis daran, die Gewinne weiter auszubauen und es kam in Folge zu einer deutlichen Kurskorrektur. Ein Grund dafür war unter anderem das Währungspaar Euro-US-Dollar. Der US-Dollar erholte sich nach einem Zwei-Jahres-Tief wieder und notierte auch aufgrund von gestiegenen Zahlen an Corona-Neuinfektionen in der Eurozone fester. Die Bestände in den LME-registrierten Lagerhäusern nahmen auch im September weiter ab. Im Monatsverlauf hat sich der Bestand um nahezu 100.000 Tonnen reduziert. Grund dafür ist das weiterhin auskömmliche Contango, welches die Nachfrage nach physischem Aluminium steigert. So ist es auch nur logisch, dass die Marktprämie für P1020-Masseln in Europa im September weiterhin fest notierte. Im Monatsverlauf stieg die Marktprämie auf 140 US-Dollar die Tonne an. Ein ganz anderes Bild war bei der US-Midwest-Prämie für P1020 zu beobachten. Rund vier Wochen nach Wiedereinführung der Importzölle auf Primäraluminium aus Kanada hob US-Präsident Donald Trump die Einfuhrzölle wieder teilweise auf. Anstatt eines Zolls auf alle Importe wird es nun monatliche Importquoten geben. Übersteigt die monatliche Importmenge den Grenzwert, werden rückwirkend auf die Lieferung der Zollsatz in Höhe von 10% erhoben. Nach Bekanntgabe der Zollanpassung gab die amerikanische Marktprämie für P1020 die Hälfte der Kursgewinne wieder ab. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick in den kommenden Monat Oktober werfen. Mit Beginn der kalten Jahreszeit und den steigenden Corona-Neuinfektionen in Europa kann sich die Stimmung der spekulativen Marktteilnehmer wie beispielsweise Investmentfonds trüben. Wir erwarten für den Aluminiumpreis eine Seitwärtsbewegung im Rahmen der aktuellen Handelsspanne. Das auskömmliche Contango und die steigende Industrienachfrage wird das Prämienniveau im Oktober auch weiterhin unterstützen. Zum Ende möchte ich Sie noch auf unsere kürzlich veröffentlichte Kampagne zum Thema Recycling hinweisen. Gerne möchten wir gemeinsam mit Ihnen den Anteil am Rezyklat in Ihren Produkten steigern. Hierbei ist jedoch wichtig zu wissen, dass Recycling alleine den Bedarf an Aluminium nicht decken kann, denn wir befinden uns in einem Wachstumsmarkt. Wir sind gespannt, wo es hingeht. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen, Ihre TriMet.